Hallo zusammen und willkommen zu Tag 7 vom NanoFrimo. Ich bin irgendwas bei 8223 Worten ungefähr. Und das ist natürlich nicht sonderlich weit. Es ist auch nicht sonderlich weit zurück, aber ich weiß das schon. Ich arbeite nämlich gerade an einer Leseprobe, die ich unbedingt fertig bekommen möchte. Ich möchte sie eigentlich heute fertig bekommen. Da musste ich noch Korrekturen von einem Verlag durchgucken. Dann muss ich ja dieses Video machen. Nein, ihr seid wirklich unschuldig. Ich mache auch heute nur ein kurzes Video. Meine Videos sind nämlich immer viel zu lang für YouTube eigentlich. Da soll man ja eher so 8-Minuten-Videos machen. Ich rede einfach zu viel. Aber wenn ich dann einmal so ins Rollen komme. Jedenfalls geht es heute um Diktieren. Ist ja etwas, was mache ich mit Dragon Dictation. Ich benutze da die Version für Windows und Parallels. Habe jetzt aber auch die Version für Mac, die ja auch sehr gut geworden ist. Und jetzt kam aber gerade die Ankündigung, diese Version wird komplett eingestellt. Ich bin echt sauer. Gerade wenn ich mich hier sehe, ich weiß immer gar nicht, wie diese YouTube-Leute das machen. Die sind immer perfekte Haare, perfekt geschminkt und dann noch immer so perfekt ausgeleuchtet. Ja? Ringlicht, habe ich schon alles gelesen, aber also ihr müsst jetzt hier mitleben. Jedenfalls ist das aber irgendwo auch nicht mehr so schlimm, denn Audio ist ja total auf dem Vormarsch. Also genauso wie Video, das ja, ich glaube, online, 70 oder 80% aller konsumierten Inhalte online sind ja, ich glaube, ab nächsten Jahr dann Video. Also die Zahlen sind absolut rasant. Das ist die hauptkonsumierteste Form. Und dann auch Audio. Also mit den Podcasts, die sind ja eh absolut auf dem Vormarsch. Da hat übrigens gerade veröffentlicht BookBub, das ist so eine amerikanische Marketingplattform, die 20 hilfreichsten Podcasts für Writers. Wer da mal auf den Blog schauen will, das ist sowieso ein super Blog mit immer super Marketing-Tipps, kann ich absolut empfehlen. Jedenfalls will ich eigentlich sagen, dass diese Entwicklung für Audio total rasant ist. Also es kommen ganz viele Podcasts, es werden immer mehr Bücher gehört. Das liegt natürlich daran, früher, ich weiß noch, als das anfing mit dem iPod, da musste man das dann übertragen vom Computer und so weiter. Und wir wissen ja, heute wird nichts mehr übertragen. Man klickt und dann hört man. Und dann mit so Funktionen wie WhisperSync von Amazon fange ich ein Buch an zu lesen auf meinem Kindle und dann höre ich das weiter als Audiobuch und das synchronisiert sich auf allen Geräten. Das ist schon ganz enorm. Aber ich möchte euch heute eine App vorstellen und zwar ist das nicht eine App, die ich ewig lange recherchiert habe. Ich habe einfach eine App genommen, die ich gefunden habe, eine Diktier-App, weil das Problem ist ja, wenn ich jetzt mir nicht eine teure Dragon Dictation App kaufen will, aber so ein ganz schnelles, einfaches Produkt, eine kleine App für mein Telefon. Also ich habe ein iPhone, aber die gibt es ja genauso immer für Android. Ich habe mir jetzt also eine App, die zeige ich euch jetzt hier am Bildschirm. Dictate heißt die, bestellt und führe euch mal vor. 7,99 € kostet die in der Vollversion. Ihr könnt die erstmal umsonst austesten. Wie unfassbar gut das Diktieren damit schon funktioniert. Und wenn ihr gar keine Zeit habt und ihr wisst, aber zwischendurch steht ihr mal 20 Minuten an der Bushaltestelle und was, wo ihr dann irgendwie Social Media scrollt oder irgend so einen Schwachsinn macht, weil immer wieder sagen mir Leute, sie hätten keine Zeit zu lesen und dann denke ich immer, Moment, du sitzt stundenlang in der U-Bahn und irgendwo, natürlich hast du Zeit zu lesen oder ein Buch zu hören oder so, also Jedenfalls, ihr könnt auch in dieser Zeit an eurem Buch arbeiten, nämlich indem ihr diktiert. Und wenn ich euch das gleich vorführe, gibt es einfach keine Ausrede mehr. Und die gibt es ehrlich gesagt auch nicht für mich. Ich meine, ich kann theoretisch auf dem Fahrrad zurück aus dem Büro nach Hause, kann ich ja noch ein paar hundert Worte diktieren. Ja? Okay, also ich führe euch das mal vor. Das ist ja folgendes. Auf meinem iPhone zum Beispiel habe ich ja diese Funktion, und zwar dieses kleine Mikrofon in der Ecke. Das heißt, wenn ich mir jetzt selber hier eine E-Mail schicke und dann nehme ich hier auf. Auch das funktioniert, aber ich habe es jetzt ja auch sehr, sehr schludrig gerade gesprochen. Aber das Problem ist, dass dann nach ein paar weiteren Sekunden, ich weiß gar nicht genau, wie viel das sind, ist das eine Minute, maximal zwei, und dann hört die Aufnahme auf. Und dann erscheint noch ein kleiner Piepston und dann wird nicht weiter aufgenommen. Und das ist wahnsinnig nervig. Und in dieser App, die 7,99 € kostet, Dictate, die irgendwie unheimlich hässlich aussieht und die sieht außen hässlich aus. Ich weiß nicht, warum man da mit Orange, Grün und so weiter arbeiten musste und auch innen mit diesem Lila. Aber sie funktioniert genial. Ich zeige euch das mal, wenn ich auf den Button unten klicke
Oh, neue Zeile. Neue Zeile. Oh, das ist auf eine falsche Sprache eingestellt. Oh, das ist auf Malaysia eingestellt. Okay, wir gehen auf Deutsch. Neue Zeile. Jetzt funktioniere ich. Quatsch. Punkt. Neue Zeile. Neue Zeile. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie diese App funktioniert. Punkt. Und ihr werdet ganz schnell begreifen, dass die Spracherkennung, auch ohne Mikro, ich benutze diese App nämlich gerade nur auf meinem iPhone, hervorragend funktioniert. Punkt. Neue Zeile. Neue Zeile. Anführungsstrichen oben. Findest du das schön? Fragezeichen. Anführungsstriche oben. Punkt. Neue Zeile. Da hat man gerade gesehen, dass mit diesen Anführungsstrichen häufiger ein Problem besteht. Punkt. Ich benutze Anführungsstriche deshalb beim Diktieren überhaupt nicht. Punkt. Ich denke, die Demonstration reicht jetzt. Und ihr könnt sehen, wie gut dieses Programm funktioniert. Punkt. Ich möchte nur schnell ein paar Satzzeichen ausprobieren, damit ihr seht, wie gut auch das funktioniert. Punkt. Ansonsten braucht man ja meistens eigentlich nur Komma und Punkt und vielleicht Doppelpunkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und das probiere ich jetzt mal und dann auch noch ein paar Klammern, damit ihr einfach seht, dass das wirklich ganz einfach ist. Neuer Absatz, neuer Absatz. Da hatte ich jetzt gerade nur noch gesprochen, als ich schon aufgenommen habe. Also es geht los. Doppelpunkt, Komma, Punkt, Schrägstrich, umgekehrter Schrägstrich, Klammer auf, das funktioniert, Klammer zu, Spitze, Klammer auf, Spitze, Klammer zu, Gedankenstrich, Bindestrich, Unterstrich, funktioniert auch. Ihr seht, klappt alles. So, das ist enorm, oder? Also ich finde das absolut enorm. Das ist jetzt eine billige App. Das ist einfach eine mit guten Bewerbungen. Texterkennungssoftware, Texterkennungs-App. Könnt ihr einfach gucken für Android, welches da gibt. Und dann könnt ihr in einem rasanten Tempo diktieren. Und das muss man nicht lange lernen. Ich habe euch das gerade vorgemacht. Ich habe euch die Satzzeichen vorgemacht. Auf die Weise kann man diktieren. Ja. Okay, das war mein kleiner Tipp für heute. Tschüss!